Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen, weil es Schicksal war. Er ist doch nicht mein perfekter Sohn. Er ist... Shut up, John. Yo, Kartoffelfreunde. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... The Evil Within. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei Folge 19 angekommen. Ich bin mir nicht sicher. Aber schauen wir mal, was uns Neues erwartet. Ich finde es richtig gut, dass sie den 30 FPS, das 30 FPS, FPS-Lock weggepackt haben. Und, hä, was machen wir denn jetzt hier schon wieder? Och nö. Kommt schon, Leute. So, geh auf. Geh auf. Geh weg. Und so, das hatten wir ja letztes Mal alles schon. Das ist irgendwie so null gruselig mehr. So. Da kommen wir auch durch. Hier sind wir auch safe. Kaputt machen! Und wir sind durch, Bitches. So, keine Ahnung, wie es jetzt weiter... Ach, genau. Wir haben jetzt das geschafft und sind jetzt in einem gruseligen Raum gewesen. Und... jetzt... wird es wieder... gruselig. Ich habe letztes Mal einen Tipp bekommen unter meinem letzten The Evil Within Video. Und zwar stand da, dass ich die Facecam ein bisschen besser beleuchten soll. Ich habe es mich jetzt ein bisschen versucht. Ich hoffe, man sieht mich ein bisschen besser jetzt. Das könnt ihr dann später beurteilen. Und na, Bitch! Und ich versuche einfach die Kritik, die ihr mir gebt, auf jeden Fall erfolgreich umzusetzen, weil das ist mir auch wichtig, dass ich ja auf eure Wünsche oder Bitten eingehe. So, was... Langsam fängt dieses Spiel richtig an, komisch zu werden. Richtig, richtig komisch wird das langsam. Also ich mag's immer nicht. Warum wurde ich hierher geführt? Okay, gut. Ich mag's immer nicht, über Filmsequenzen rüber zu springen. Sprechen. Springen. ja. Das sieht aus wie die von Anfang an hier, am Anfang, wo dieser Monster-Zombie drin war. So sieht das hier aus irgendwie. Okay, aber ich denke mal, wir laufen erstmal eine Runde rum. Um zu schauen, ob wir noch irgendwas Cooles finden, weil hier sind anscheinend ein paar nützliche Sachen versteckt. Ich verspreche mich heute echt nur. Oh, ich sollte aufhören zu sprinten. Aber... hier ist ja nichts anderes. Gar nichts. Und die Tür vom Anfang ist auch weg. Ah. Was ist das? Streichhütze? Nee, Sniper-Muni, ne? Ja. Aber die kann man vielleicht nachladen, ne? Ja. Siehst du? Jetzt können wir die nämlich aufnehmen. So. Ich wechsle aber wieder auf meinen Revolver. Und jetzt fängt es gerade an zu laggen, warum auch immer. Jetzt hat es aufgehört. So, und... Wetten, jetzt kommen wir nicht in die Okay, doch. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Reiche Dreckskerle. Wow. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Denen werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Oh, was machen die? Komm, spring! Spring, Rubik! Trau dich! Also die Kinder spielen da drin und die zünden das jetzt an, oder was? Ah, okay. Ich hab nichts gehört. Ach, so wurde Rubik so getötet?
Das ist Ruvik! Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Dieser Schrei war gerade böse. Okay, also, wenn ich es richtig verstanden habe, Ruvik ist, ah, hier ist was. Ruvik war der Junge von eben. Und das war seine Freundin, Kindheitsfreundin, keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall, Huch. Wo kann ich jetzt? Kann man irgendwie springen oder so? Oh, funktioniert ja gut. Also Ruvik ist der Junge gewesen und das war seine Freundin, Kindheitsfreundin, keine Ahnung. Die ist in dem Brand verreckt und seine Freundin ist verreckt und er hat halt diese, daher hat er diese riesigen Narben. Das erklärt zumindest das eine. Warum? Warum springst du runter? Okay, also so, ich kriege hier unten rechts die ganze Zeit eine Benachrichtigung, dass eine Gruppe irgendwas angekündigt hat. Ach, kann ich hier auch noch irgendwas machen? Ach so, okay, gut. Das hat erklärt, warum ich es eben nicht geschafft habe. Gut, Marcel ist dumm. Und dieser Scheiß, diese Scheiße von hier, Cybercore, nervt gerade richtig. Warum? Oh nein, nein, nein. Ich kann ihn doch nicht töten. Oh mein Gott. Oh nein, oder? Oh. Oh, Leute. Oh. Und zack. Brennen. Komisch, er liegt im Feuer, aber brennt nicht, ne? Guck mal, du kannst auch brennen. Jetzt nehmen wir noch eine Spritze. Jo, entspannt. Ja, er tritt mich einfach. So, und du brennst jetzt auch. Dann können wir das hier alles nehmen. So. So. Das ist Ruvik. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Sieht aber so aus. Und in seiner... Wir sind in seinen Erinnerungen. Jetzt verstehe ich das langsam. Wir haben ihm das angetan. Aber warum wir? Wir haben noch nichts damit zu tun. Zu dem Zeitpunkt haben wir doch, glaube ich, noch gar nicht gelebt. Oh nein. So. Wir können nur nach vorne gucken. Oh, das sieht so, ist so flüssig mit 50 FPS, ne? Beatrice, wir haben das doch besprochen. Voll. Hallo? Beatrice! Wo bist du? Beatrice! Beatrice! Okay, was ist hier hinter? Das ist verschlossen. Gut. Wow, wir haben hier 60 FPS drin. Heftig, schmächtig, Digga. Ich will hier durch, Hurensohn. Neues Kapitel, glaube ich, kommt jetzt, oder? Ja.
Kapitel 9 überlebt, Spiel speichern. Grausame Absichten wollen wir doch überschreiben. Und dann nächstes Kapitel. Wie heißt das nächste Kapitel? Die Werkzeuge des Meisters. Okay, es hört sich nicht gruselig an. Aber irgendwie ist es gruselig. Scheiße. Ich will hier nicht runterklettern. Mit 60 FPS spielt sich das Spiel richtig cool. Ach ja, meine Grafikkarte. Schon so ein awesome Ding. Nicht. Oh. Warum geht er denn auch da runter? Allein wegen den Geräuschen würde ich dann hier runtergehen. Oh, wie viele hast du getötet, Ruben? Ruben? Meint er etwa Ruvik? Ruvik? Sie sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient. Meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Ruvik, das ist Ruvik. Ruben ist Ruvik. Diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit allem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Ja, du bist auch abscheulich. Das ist mein Wille. Okay. Gut. Warte. Okay, ich bin in einer Gruppe, da ist, wird halt ganz viel angekündigt gerade und das nervt ultra. Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen, weil es Schicksal war. Er ist doch nicht mein perfekter Sohn. Er ist... Oh, ich bin so blöd! Okay, egal. YOLO. Wird eh überbewertet. Das brauchen wir gar nicht. So viel Schleim haben wir gar nicht. Gespeichert haben wir eben. Aber hier drunter ist was. Ja, so wie viel haben wir? 2200. Davon kann ich mir nichts kaufen. Oh, kurz Augen jucken. Und auf geht's. Wieder in gruselige Passagen der Welt von Ruvik. Oh. Nee. Eklig. Okay. Ich denke mal, wenn wir dem hier ausweichen, aktivieren. Können wir das entschärfen? Nee, okay. Vorsichtig. Oh. Alter, ich hab mich gerade richtig erschrocken. Ich bin so schreckhaft. Oh, eine Statue. Ein Key. So. Was war hier noch? Hallo? Da ist noch was. So, und wenn wir hier jetzt rausgehen, sterben wir, oder? Nö. Ach, das Seil wurde aktiviert? Ah, das Seil wurde entschärft, okay. Gut, dann können wir ja hier durchlaufen jetzt. Und diese Puppen sind auch so pervers, ne? Was ist links? Links ist eine Tür. Jumpscare incoming! Okay. Das ist... Oh. Digga. Hallo? 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 Oh, die Tür ist zugegangen. Oh, Okay, schauen wir mal. Hier ist eine Falle. Was ist hier? Hier können wir lang. Okay, können wir die nicht hier durchlocken? Warte, wir werfen ihn mal ab. Jetzt komm her. Komm. Komm her. Komm her. Komm. Oh, oh. Oh. Okay, das wollte ich.
vermeiden. Okay. Klingt nicht so nett hier gerade. Zip. Das haut uns ja ultra einfach den Kopf ab. Und entschärfen. Und runter, runter, runter. Yeah. Easy going. So, hier kommt es nicht durch, oder? Oh. Dich töten wir mal kurz. Töten wir mal kurz dich tun. So. Die Oma ist tot. Nein, falsche Waffe. Sniperino. Der müsste da... Oh. So, und der... Sniperino. Da haben wir ihn. Ich hoffe zumindest, dass er tot ist. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Gott. Es ist irgendwie... Kacke gerade. Eigentlich ist es gar nicht gruselig, aber ich scheiß mir trotzdem in die Hosen. Das ist nicht schön. Oh, dieses Spiel bringt mich noch um. Echt. Ohne Scheiß, ey. Oh! Jo. Genau. Du mit deiner Hartz-IV-Waffe da. Shotgun. Shotgun und... Power. Power. Dich brenne ich ab. Na okay, ich habe keine Streichhölzer mehr. Auf einmal steht er wieder. Nein, schieß. Und ihr beide verreckt jetzt. Habe ich echt keine Streichhölzer mehr? Ich habe keine Streichhölzer mehr. Aber er hatte Munition fallen gelassen, oder? Oh. Da war noch was. Oh, hier. Nee, eine Flasche. Hö. So, der müsste doch theoretisch Munition fallen. Ja, aber klar, er hat eine Waffe, die er auch geladen hat, aber er droppt keine Munition. Aber wir leben noch. Ich meine, das war der knappeste Tod, den ich je hatte. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, da ist scheint irgendwas Wichtiges zu sein. Batterie! Diese große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Okay. Oh, wir können die Kerze nehmen? Ne, wir können die Flasche nehmen. Schade, ich habe mich schon gefreut. Die ist uninteressant. Können wir hier irgendwas ein- und ausschalten? Nö, gut. Ah, fuck, das ist ein Scheinwerfer, den können wir nicht ausmachen. Ich würde gern den Blendbolzen mitnehmen, aber dazu müssten wir einen verschießen. Oder nee, wir können einen nachladen und dann... Nee, hä? Es ist ein... ich kann es nicht sehen, weil... Doch da. So einer ist das. Jetzt können wir den, genau. Haben wir es doch noch hingekriegt. Oh. Da ist der uns eben abgeschossen hat. Ihr Morons. So. Ich frage mich gerade nur, wie wir hier weiterkommen. Geht's hier weiter? Hä? Draußen auf dem Balkon gab's doch eben keine Möglichkeit weiterzukommen. Wie? Müssen wir jetzt wieder runter? Ah, doch, ich glaube, wir müssen wieder runter und dann da weiter, oder? Schauen wir doch mal. Kostet ja nix, ne? Wenn's nix kostet, dann nehmen wir's doch gerne. Oh! Oh! Na du? Dreckiger. Mongo. Oh, diese Masken, ne? Oh, jetzt hat er auch keine Maske mehr. So. 5 Schuss für einen Hurensohn. Naja, finde ich fair. Zack. Weiter geht die Fahrt. Oh. Und stirbt. Was ist hier drin?
wir gucken einfach mal, was in jedem Raum ist. Nein! 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 Du Hurensohn! Okay. Shotgun Power. So, und die andere. Okay, haben wir nicht mehr. Ja. Mongo, Alter. Okay. Gut. Ich werde jetzt doch den Bolzen hier nehmen. Okay, mir fällt gerade auf, die Blendbolzen sind gar nicht so effektiv. Aber die Harpunenbolzen werden ihn bestimmt töten. Wird er dann auch mal umkippen? Wir brauchen wirklich drei von diesen Bolzen, um einen zu töten. Schon ein bisschen arm, oder? Nein! Au! Spritzirino! Oh, Marcel. Du bist so ein Idiot. Du bist so schlecht in diesem Spiel. Oh, hier können wir die Batterie einsetzen, oder? Ja! Was auch immer wir eingelöst... Ah! Cool, wir haben die Tür geöffnet. Jetzt kommen wir hier raus. Oh! Die wir verschossen haben, haben wir jetzt wieder gekriegt. Jo! Läuft richtig bei uns rennt ja richtig. Deine Ecke ist bestimmt... Nö, ist nichts gut. Da war die Stolperfalle von vorhin. Und durch! Ich fühle mich hier links irgendwie sicherer als da hinten. Die Tür sieht mir nicht so... vertrauenserweckend aus. Ah, YOLO. Gehen wir einfach mal runter. Was zur... Ist ja auch nur das krankste Vieh, was ich je gesehen habe, da unten. Ah, sollen wir wirklich hier runtergehen? Ich trau mich nicht. Ah. Oh nee. Jetzt ist das Vieh auch noch weg. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen irgendwie leise schleichen. Oh mein Gott, wo ist dieses Vieh? Oh, das Vieh ist weg, das Vieh ist weg. Das ist böse, das ist böse. Irgendwie will ich den Blendbolzen haben. Um den schnell außer Gefecht zu setzen, wenn er hier doch um die Ecke gesprungen kommt, ey. Hä, wo ist... Das Vieh war doch so gigantisch, das hat doch gar nicht hier durchgepasst. Ah, oh, diese perversen Decker. Decker. Und schnell die Pistole ausgewählt. Weil hier zieht uns gleich irgendwas irgendwo hin, oder? Nee. Oh. Jetzt ist die Maus weg. Okay, alles an Munition mitnehmen, was wir haben. Noch eine Spritzerino. Die Tür will ich nicht öffnen. Nein, danke. Nicht so, nee, nicht so meins. Aber die will ich öffnen. Ja, Marcel. Das machst du gut. Komm, trau dich. Und da ist Nummer 1. Nummer... Eins und zwei wird verbrannt. Da rechts kommt noch einer. What the fuck, seit wann stehen die wieder auf? Oh, den Fetten, ey. Von den Fetten habe ich immer richtig Panik, ey. So. Kurz warten, bis er ausgebrannt ist. Schauen wir mal. Irgendwie habe ich Angst vor den Dingern, die will ich nicht mehr einsammeln. Die explodieren alle nur und ich kann die gar nicht mehr entschärfen. Ja, okay, Marcel. Wir versuchen einfach mal, die hier zu entschärfen. Willi. Wir sind gestorben. Stehen wieder auf.
und legen uns wieder hin. Okay. Ja, komm Leute, reicht für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Däumchen wäre Träumchen. Und sag einfach mal bis zum nächsten Mal, wie es wieder heißt. Schlechte Unterhaltung, Kartoffelsalat und Kuh.